Hallo, lieber Graf. Guten Tag, lieber Fürst. Na, wie geht's denn so? Oh, gerade mal wieder besser. Warst du auch krank? Ich hatte so richtig die Rüsselpest da niedergestreckt. Ja, mich aber auch. Das ist auch ganz blöd, weil ich habe gar kein Thema für heute. Ja, aber Also jetzt habe ich natürlich doch ein Thema, aber ich habe mir ja was ausgedacht, ne? Weil ja. Wer so lange in diesem hart umkämpften Business ist wie wir, ne, der muss sich halt auf Kommando, muss er sich Sachen ausdenken können, ne? Richtig, richtig, und, richtig. Und ich sag mal, ne, die Line, ne, bei denen hält sich ja starrsinnig die Meinung, dass kreativen Köpfen wie uns, ne, dass die Ideen einfach so zugeflogen kommen. Also man müsste einfach nur den Kopf aus dem Fenster halten und warten, bis der Geistesblitz einschlägt. Aber nein, so ist es nämlich nicht. Denn da hey Fürst, hey Fürst. Ja. Wo willst du eigentlich jetzt drauf hinaus? Ja, dieses kreative Komm noch mal zum Punkt. Das kann man nämlich trainieren unter dem Motto Quantität schafft Qualität, ne? Was kann man trainieren? Kreative Ideen zu haben, und deswegen machen wir das heute gleich zum Thema Kreativmethoden. Und deswegen Da kommt ja quasi der Wissenschaftler in dir raus. Was? Naja, auf jeden Fall Kreativmethoden, und wir fangen jetzt mal an, indem wir auf dieser tollen Seite mapcrunch.com, da kann man sich quasi zufallsgenerierte Google Street View Bilder anzeigen lassen. Wir befinden uns gerade übrigens in Texas, und jetzt habe ich mir Folgendes ausgedacht: Wir bilden einfach, um unseren kreativen Geist zu schärfen, bis er so scharf wie eine Rasierklinge ist. Ja. Bilden wir jetzt von zufallsgenerierten Bildern Assoziationsketten. Um welche Kreativmethode handelt es sich dabei? Das weiß ich nicht. Ich glaube, die heißt Zufallsmethode oder so. Ah. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich so ist. Eigentlich habe ich es nur selber ausgedacht. Ja. Ich möchte dich jetzt mal eben kurz zusammenfassen. Verstehe ich das richtig? Aufgrund unserer beider absoluten Hirnverbranntheit, die wir im Moment haben, also quasi Unkreativität, richtig, wenden wir eine Kreativmethode an, mit deren Hilfe wir uns möglicherweise neuen Themen widmen können. Das ist richtig. Okay, jetzt nochmal zurück zu den Google Street View Bildern. Ja. Weil da habe ich im Mittelteil irgendwie aufgehört mitzudenken. So, wir machen das jetzt auf folgende Art und Weise. Ich werde jetzt gleich hier ein neues Google Street View Bild erzeugen. Das siehst du ja nicht, aber das ist egal, weil ich werde dir einfach das zugehörige Land oder, wenn wir uns in den USA befinden, den Bundesstaat nennen. Und dann fangen wir einfach mal an, wahllos Begriffe in den Raum zu feuern, was wir denn damit assoziieren. 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 Assoziieren, genau. Okay. Hast du an der Unität storniert? Nein. Ich fange einfach mal an. Okay, okay, warte, ich muss noch mal eben. Ich glaube, ich bin bereit. Okay, ich drücke den Hot Button, und zwar jetzt. Okay. Es passiert nichts. Ich drücke ihn nochmal. Es passiert immer noch nichts. Dann drücke ich jetzt einfach Jetzt hat es funktioniert. Ah, okay. Aber jetzt sind wir, glaube ich, in Irland, wenn ich das richtig sehe. In Irland? Ja. Irland. Was verbindest du mit Irland? Kobolde. Hätte ich auch gerade gesagt. Grüne St. Patrick's Kobolde. Und Trunkenbolde. Ja, Pubs. Und Whisky, Schlägereien.
Dropkick Murphys, Ja. Punkmusik, Und allgemein Irish ihre. Folk. Ja, wie heißt der noch? Der immer so tanzt, wo sich aber der Oberkörper nicht bewegt. Da flitzen nur die Beine so hin und her. Ich wollte gerade Andrew Lord Lloyd of the Webber sagen. Dance. Lord of the Dance war es, Ja. genau. Die singen Ja, immer richtig. Irland, hier Nordirland-Konflikt, ne? Ja, gut, Die gut. IRA und so. Sehr gut, sehr gut. Mir fällt noch ein Unabhängigkeit vom United Kingdom. Ist das so? Ja. Na gut. Wenn du das sagst, dann glaube ich dir da. Zumindest, wie nennt man das, territorial und politisch. Ja. Ich glaube, geografisch gehören sie noch zusammen. Okay. Aber keine Ahnung. Das war wieder neunmal klug. Okay, Irland, ja, Ja, weiß ich auch. Sonst sonst Irland. fällt mir auch nichts mehr ein. Guinness. Guinness, ja. Mag ich überhaupt nicht. Schmeckt richtig geil. Ja, Naja, gut. wollen wir uns nicht zu lange an Irland aufhalten. Ich versuche nochmal den Hotbutton. Ja. Funktioniert immer noch nicht. Doch, jetzt funktioniert er. Jetzt sind wir in Kroatien. Oh Gott, Krieg. Die Twitter Golan. ist Die Krieg. Golanhöhen. Die was? Nee, die Golanhöhen waren, glaube ich, irgendwo anders. Kroatien, da verbinde ich irgendwie. Ja, weiß ich auch nicht. Da verbindet man nicht so viel mit. So billiger Urlaub. Fußball-Hooligans. Ja, und Wein oder so. Gibt es da nicht auch Wein? Viel Wein oder so? In V Kroatien? vielleicht denke ich das auch nur, weil jetzt auf diesem Bild, weil ich hier gerade Weinreben Das sind gute Ja, Assoziationsketten. was gibt's da noch? Ein 2012er Copyright-Google-Schriftzug im Himmel. Also Kroatien, ja gut. Ja, also häufig gutes Wetter. Könnte jetzt aber auch nur an dem Bild liegen, was ich hier sehe. Kroatien ist ein Land von vielen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Richtig. Also allgemein mit Kroatien, da verbindet man auch nicht so viel mit, ne? Nee, So man ich jedenfalls verbindet. nicht. Nee, ich auch nicht wirklich. Billigurlaub, das stimmt, das hast du schon Ja, gesagt. irgendwie so Camping, ne? Camping Ja. am Gardasee. Der Gardasee ist in Italien, aber da gibt es bestimmt auch irgendeinen See. Der dem Gardasee Der dem entspricht. Gardasee entspricht, genau. So ein Plagiat oder so. Macht ja nichts. Ja. Nee, Gut, dann also ja. fußballtechnisch muss ich leider natürlich noch Dynamo Zagreb sagen, als eine der großen führenden Fußballmannschaften in der ehemaligen, im ehemaligen Jugoslawien und so weiter. Was? Ja. So, ja. Kroatien durch damit, ne? Ja, weg. So, der Ich glaube, wir Hotbutton sollten an steht. dieser Stelle mal einmal sagen, dass wir hoffen, nicht irgendwelche rassistischen Äußerungen an irgendein Land zu Nee, richten. das ist nicht unsere Absicht. Wir sind jetzt übrigens Nee. in Chile. Wir bedienen nur Klischees. Chile. Ja. Ja gut, da haben wir gleich als erstes mal dieses komische Minenunglück da vor ein paar Jahren. Richtig. Lamas. Gibt's auch Lamas? Ja, auf jeden Fall. Oder Diese Alpakas? Alpakas, genau. Ja, Und ansonsten Chile. Ja, irgendwie bergige Landschaft, würde ich sagen. genau, und das ist doch das Land, was so ganz lang gezogen an dieser Westküste ist. Richtig, obwohl ich sehe hier jetzt gar keine Berge auf dem Bild. Oh. Also ich weiß nur von Chile, weil ich kenne sogar jemanden aus Chile, der hat mal gesagt, hier, das ist das Land mit den extremsten Temperaturunterschieden. Aha. Du hast in den Wüsten, in den, wie heißt die, Atacama-Wüste, glaube ich, Ja, genau. hast du irgendwie 40 Grad, 50 Grad Und und oben auf dem Berg minus 40. minus 40, Das ist genau. ja ein Delta von 80 Kelvin. Wahnsinn. Ja. Ja, Chile, was haben wir denn sonst noch? Chile, Panflöte, war das in Chile oder Genau. war das Peru? War Ach, Peru, das ist ne? doch alles da Das ist unten. alles Peru, Das sind auf jeden Fall, Chile sind auf jeden Fall die, die in der Fußgängerzone Nee, das sind das nicht auch Peruaner? rumstehen. Alles gleich. Ja, weiß ich auch nicht. Also mit Chile verbinde ich auf jeden Fall immer Peru. Voodoo, Schamanen, Hottentotten, sowas. Na, die kommen vielleicht. Ja, Ja, vielleicht noch spanisch sprechendes Land. Hilfsorganisation. Seicht nutzlose Grundstimmung. Alle sitzen nur rum und machen nichts.
Das ist aber jetzt echt Klischee. Ja. So stelle ich Oh, mir Mann. übrigens auch Mexiko vor, obwohl ich ja aus sicherer Quelle weiß, dass das nicht so ist. Ja. Das Geilste ist, mit Chile verbinde ich Peru. Ja. Hast du noch was zu Chile? Sonst Nee, drücke ich ich den Hot-Button. kann's weiter drücken. Okay, gleich schlägt er zu, der Hot-Button. Wenn du noch schnell bist, kannst du noch vorher anrufen und Klischee, Klischee. eine Assoziation präsentieren, um vielleicht 500 € zu gewinnen. Gleich schlägt er Nein. zu, der Hot-Button. Schlag zu. Na gut, jetzt hat er zugeschlagen. Hat keiner angerufen. Jetzt sind wir übrigens in Finnland. Oh, Sauna. ja, ich glaube, da haben wir ja nun wirklich Heavy Metal. Ja, Selbstmord. Jede Menge Wälder. eine Sprache, die zu 75% aus I-Lauten besteht. Ja, aus Vokalen insgesamt. Ja. Nadelwälder sehe ich hier auf dem Bild übrigens. Ja, auf jeden Ja, Fall. Tiefe Winter. richtig. Dünne Besiedlung auch, ne? Ja, bestes Schulsystem Ist Europas. das so? Ja. Ey. Ja. Aber da ist auch nichts. Nee, aber bestes Schulsystem Europas. Na gut, wenn du das sagst. Ich frage mich jetzt nicht nach den Parametern dafür, aber bestes Schulsystem Europas. Hier, dicke, verschwitzte Männer mit irgendwelchen Nadellaubzweigen auf den Rücken hauen. Nee, meistens ist es Birke. Ich dachte, das machen die in Russland mit der Birke. Nee, da machen die in Russland machen die Eiche. Ach so. Mhm. Na gut. Eieiei, Finnland, da haben wir jetzt aber wirklich alle Klischees bedient. Ja. Okay, Hotbahn, ne? Hotbutton. Schweden. Gleich nicht. Ja. Ja, gut, okay. Ja. Pippi Langstrumpf. Fast nebenan so, Michel. ne? Opel Kombi. Übrigens einer der Opel Kombi. Ja, Pippi Langstrumpf, wie die Villa Kunterbunt. Barbusige, blonde, dickbrüstige Frauen. Ja. Ein Ö ohne Ö-Punkte, aber mit Strich durchs O. Ja gut, das haben aber auch, glaube ich, die Dänen, ne? Ja, stimmt. Smørrebrød und also ganz viele Ö und Äs. Ich glaube, wir müssen Ikea nennen. IKEA, ja. Und Ohne Strich. Ja. absolut Wodka. Auf jeden Fall. Und Und Saunen. und schwitzige Männer, die sich mit Essen verprügeln. Richtig. Ja Ja. gut, Michel und Pippi Langstrumpf. Und man muss auch dazu sagen, was glaube ich wenigen bekannt ist, Schweden ist eines der Länder auf der Welt, da muss ich jetzt mal mit meinem unnützen Wissen angeben, mit der höchsten Integrationspolitik. Es wohnen bis zu 29% oder so, habe ich mal gelesen. Also der Bewohner haben Integrationshintergrund. Aha. Ja, Das ist interessant. Aber Migrationshintergrund. da wohnen ja auch jetzt allgemein nicht so viele, ne? Nee, irgendwie 10 Millionen oder so. Ansonsten ziemlicher ziemliches Musikland. Aha. Von ABBA bis Roxette. Ja, all diese komischen 80er-Popbands, ne? Na gut, Richtig, Roxette genau. eher 90er. 90er, genau. Aber insgesamt, ich glaube auch das erfolgreichste Land bei diesem komischen Eurovision Song Contest. Das mag sein. Aber So gut, das genau ist wieder verfolge ich unnützes das Wissen. nicht. Ja, ansonsten Assoziationen noch für Schweden. Blonde Frau. Blonde Frauen, jede Menge blonde Frauen. Ja. Ganz Skandinavien wimmelt davon. Auf jeden Fall. Ja. Und von verschwitzten Männern. Und von verschwitzten Männern, aber die bleiben meistens in der Sauna, deswegen sieht man die nicht. Was auch ganz Genau. gut ist. Ja, übrigens sonst lange, lange Nächte, kurze Tage so im Winter, ne? Stimmt, Besonders im richtig. Norden auch. War ja also ist in Finnland ja auch so, ne? Richtig, richtig, richtig. Ja, okay, Ja. wenn jetzt Norwegen kommt, das wäre witzig. Island. Ja. Wo sind wir jetzt? In Mütterchen Russland. Oh Gott. Da weiß ich ziemlich genau, dass Graf Schabernack Russisch spricht. Du kannst. Nicht, ja, nicht, Panima, Wut. Juparuski. Du kannst ja so einiges. Ich habe sogar gehört, dass du Französisch auf Russisch sprichst. Ja, Russland. Möchtest du wirklich, dass ich zu Russland jetzt was sage? Als Ich Landeskundiger. assoziiere mal was. Ich assoziiere mit Russland, assoziiere ich immer ganz viel Schnee und Wodka. Ja, also insgesamt leider eine sehr hohe Armut. Die Menschen sind ziemlich Aber verarmt. sind nicht auch die meisten Milliardäre, kommen die nicht auch aus Russland? Ja. Das ist ja Ironie, ne?
Ja, ziemlich viele Oligarchen, die mit viel Mist ganz viel Geld gemacht haben, vorzugsweise mit Gas, Und Öl. Nee, Öl. eher Gas, ne? Ja, eher Gas. Ja. Ja, ansonsten Russland, da kannst du ja alle Klischees bedienen. Ja, Überfüllte Städte. Blenis. Blenis, genau. Habe ich mal gegessen. Schmeckt voll kacke. Das glaube ich. Und wie heißt noch die Suppe? Borscht. Nee, die andere. Chi gibt's noch. Nee. So, Chi. Soljanka oder sowas. Ah, ja, nee, das ist aber polnisch. Sicher? Ich bin mir ziemlich sicher. Nee, Borscht ist doch. nee. Borscht ist russisch und Soljanka ist doch polnisch, oder Nee, nicht? glaube ich nicht. Wenn Nicht? ein Landeskundiger, vielleicht sogar ein Einheimischer zuhört, möge uns bitte in den Kommentaren aufklären. Ja. Ja. Da bin ich mir jetzt gerade aber nicht so sicher. Ja, ansonsten, insgesamt hat Russland ziemlich viele Menschen. Ich glaube, in und um Moskau wohnen über 15 Millionen Menschen. Ja. Moskau an sich eine ziemlich witzige Stadt. Sankt Petersburg, die goldene Stadt, hat mehr Brücken wie Venedig. Und Sibirien, da ist eigentlich nichts, ne? Ich Da ist nichts. erinnere mich noch, im Jahre 2011, ne? März 2011, Fukushima, ne? Ja. Erinnere ich mich noch, dass Präsident Putin, großzügig wie er ist, den Japanern aus dem Fukushima-Gebiet großzügig angeboten hat, dass sie doch eine bislang unbesiedelte Region in Sibirien beziehen dürfen. Wahnsinn. For free quasi. Ja, Wahnsinn. Ja, da kann man dann natürlich mal eh sagen, flächenmäßig das größte Land der Erde. Ja. Ja. Ansonsten verbinde ich noch mit Russland verbinde ich ja immer noch Boris Jelzin. Boris Jelzin, Wodka Gorbatschow. Ja. Und witzigerweise verbinde ich auch gleich immer Tschernobyl damit, obwohl das ja in der Ukraine ist. Richtig, aber Aber das ist ja damals war damals. das ja noch alles eins, ne? Genau, eins, Sowjetunion, eiserner Vorhang, Genau. kalter Krieg. Tesla-Spulen, Command and Conquer. Richtig. Ja. Alle Klischees bedient. Richtig. Weiter. Zahnlose Omas mit Wodka trinkenden Richtig. Männer, die sich in Saunen auspeitschen. Ja, aber mit Eichen. So, jetzt, wie viele wollen wir eigentlich noch machen? Was haben wir denn so? Jetzt sind wir gerade ganz witzig in Seoul, Südkorea. Ei. Seoul, ne? Okay. Ja gut. Gangnam Style. Ja, Samsung, Psy. Ja. Nordkorea, Südkorea, also Korea-Konflikt. Daewoo, Hyundai. Ja, Ich weiß schön die nicht, war Automarken. Hyundai Korea oder war das? Boah. Oder Das kannst war das? du. Ja, ich glaube, es war koreanisch. Keine Ahnung. LG. Sind die auch aus Sind Südkorea? auch aus Südkorea. Das hätte ich nicht gewusst. Ja, Südkorea, sonst natürlich. Sommer, da waren doch auch mal Olympische Spiele in Seoul. Kann sein. Ich glaube Sommerspiele. Ja. Ja, Mein. ständig unter Druck von Nordkorea. Wird Richtig. ständig getriezt und Richtig. gepiesackt. Was? Gab neulich mal so ein geiles Bild auf Facebook, wo so war, how people what people should know about North and South Korea, und dann war da irgendwie so die Karte mit Ländern, mit Städten und so weiter. Und dann so dieses Ding, what they really know, irgendwie so. Und dann oben der Kopf von Kim Jong-un und unten Gangnam Style. Witzig. Ja. Ja. Ja, sieht aber ganz Ja. nett aus hier auf dem Bild. Ja, so Ja. langjährige, also zumindest Südkorea, langjährige Residenz zahlreicher US-Soldaten. Oh ja, richtig, richtig. Die sind da ja Meinst du, wir. zuhauf stationiert. Meinst du jetzt so zusammen. Ja, das stimmt. Weil die haben ja auch eine. Gut, ich meine, Nordkorea ist da ja nun auch nebenan und macht Stunk und Ja. ja, die Amerikaner. Meinst du denn, dass wir, wenn wir jetzt hier unsere Kreativmethode anwenden, dass wir irgendwas aus Südkorea demnächst in einen unserer Podcaste verwenden? Das, da kann ich erstmal unverbindlich sagen, auf jeden Fall ja. Im nächsten Podcast hören Sie. Vielleicht was von Südkorea. Ja, Den Umsatz von Hyundai. genau. So, Graf. In Relation zu. Naja, egal. Ja, bitte. Einen machen wir noch. Einmal haben wir noch. Hau rein. Haben wir nicht Jetzt muss sehen. man. Und jetzt habe ich gar nicht geguckt, wo wir waren.
Jetzt sind wir in Südafrika. Oh Gott. Zulu, Schamanen, Hottentotten, Kriegsopfer. Nein, in Südafrika ja nicht. Ja gut, aber doch, es gibt ja Ja, auch Apartheid. Hyänen, die durch die Stadt getrieben Richtig, werden. ja. Apartheid und Townships. Exorzismus. Und die Elfenbeinküste. War das da? Wo war die Elfenbeinküste? Die Elfenbeinküste ist ein eigenes Land. Sicher? Ja, 1000%. Na gut. Dann das Kap der guten Hoffnung. Richtig. Kap Und Horn. Johannesburg. Johannesburg. Und Nelson Mandela. wie heißt denn noch die Hauptstadt? Das vergesse ich immer wieder. Ja, Pretoria. genau. Das kannst du den Hauptstadtmaster fragen. Ja, ansonsten weißer Fleck für mich, muss ich zugeben. Richtig. Gut, es war 2010 die Fußball-Weltmeisterschaft dort. Ja, oh, da fällt mir ein hier. Vuvuzelas. Schrecklich. Uwe Uwe Seelers. Seelas. Ganz schrecklich. Das macht Nervtötende gar nichts. Musikinstrumente. Let me play you the song of Nervtötend. my people. Brrr. Lustig. Bei Jeopardy. Nervtötende Musikinstrumente 500. Ja. Sie begeisterten eine ganze Nation während eines Sommerturniers. Wer sind Uwe Seelers? Herrlich. Ja, Graf. Dann Ja. haben wir auch jetzt schon wieder ganz schön lange gesabbelt, finde ich. Ja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir davon was gebrauchen können. Ja, das werden wir so alles zurechtschneiden, ne? Ja, ob wir über Totenaustreibung oder Gangnam Style oder finnische Saunen irgendwas demnächst mal unterbringen können. Ja, genau. Alles In klar. diesem Sinne verabscheue ich mich, lieber Graf. Ich hoffe, das war auch für dich eine wertvolle Lektion in Kreativmethoden. Ich weiß sie zu schätzen. Und bis nächste Woche. Hau Mach's rein. gut. Tschüss. Tschüss.